Marco, es war alles in allem ein Saisonstart, wie wir uns ihn nicht gewünscht haben. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen, dass es zu keinem Sieg gereicht hat? Es hat an sehr, sehr vielen Gelegenheiten, muss man sagen. Wir haben uns heute einfach nicht mehr verdient im sportlichen Bereich. Wir haben unsere Leistung einfach nicht auf den Platz gebracht. Und dann ist auch so, dass man den Klassenunterschied nicht sieht. Und dann kommt auch eine negative Cup-Nacht hinaus. Wir haben das schon mal im Positiven erlebt. Heute war es einfach eine brutal negative Erfahrung für uns. Also Carsten, man nutzt die letzten Wochen, die vergangenen, als Vorbereitung, um dann auf dem Punkt da zu sein. Ist es jetzt eine Kopfsache, bis der Knoten platzt, bis man dann befreit aufspielen kann? Ich weiß nicht, wir haben halt uns schon sehr, sehr viel vorgenommen. Ich glaube, wir als Mannschaft, das Trainerteam, das ganze Umfeld vom GRK, wir haben uns heute sehr, sehr viel vorgenommen. Es war dann einfach so, dass wir das überhaupt nicht am Platz gebracht haben, was wir uns vorgenommen haben. In keinster Weise. Weder Kampfgeist, noch spielerische Ruhe, noch Verwertung an Torchancen. Es hat einfach so sich angefühlt, ob wir können da 120 Minuten spielen und das passiert kein Tor. Es war dann am Schluss, dort hat einmal ein Meter gefahren, dort ein Zentimeter, dort ist einmal die Position nicht besetzt worden, die eigentlich ausgemacht war. Ja, und so kommt es dann zustande. Wir müssen uns einfach alle da rausnehmen, die ganze Mannschaft, und uns ja wirklich mit einem anderen Gesicht präsentieren, weil wir wissen, was da geleistet wird rundherum von allen Mitarbeitern, von den Fans, von der Kurve, und denen sind wir einfach mehr schuldig. Danke dir. Bitte. Gerne deine Niederlage gegen Seekirchen in der ersten Unica ÖFB Cup-Runde. Was sind deine Gedanken so kurz nach dem Spiel? Ja, Enttäuschung. Ich habe es vorher schon gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben liegen oder wir steigen auf. Ja. Und wir haben in zwei Wochen Meisterschaftsbeginn. Ja, und da müssen wir einfach ein anderes Gesicht zeigen. Woran hat es heute gelegen, dass es nicht geklappt hat? Wir haben einfach die Leistung nicht gebracht. Ja. So selbstkritisch muss man sein. Jeder muss den Spiegel da vorne hinhalten. Wir haben zwei Torchancen gehabt, haben die auch nicht gemacht. Und da heute vor Seekirchen hat dann die eine oder andere noch entschärft. Aber im Gesamten gesehen, ja, muss man dann sagen, okay, es ist zu wenig. Ist es was im Kopf fehlt oder fehlt es in den Beinen? Wo würdest du das ausmachen? Schwierig zu sagen. Natürlich sind wir jetzt nicht kommen vor den letzten paar Monaten strotzen vor Selbstvertrauen. Ja. Trotzdem glaube ich auch nicht, dass sie irgendwer noch hängen lässt. Ja. Der Vorstand, der Verein, die Spieler, und wir versuchen wirklich alles da reinzuhauen, ja, und das auch zu verbessern. Und ich glaube trotzdem, es klingt jetzt deppert, ja, aber wir werden wieder aufstehen, ja, und müssen einfach ein anderes Gesicht zeigen nachher im ersten Spiel gegen FC Dornbirn zu Hause. Blick nach vorne, zwei Wochen sind es jetzt noch. Was für Räder kann man drehen bis zum Zweitligastart, damit wir dann wieder mit stolz geschwellter Brust aufstehen können? Wir werden an gewissen Rädern drehen müssen, ja, weil man hat auch gesehen, dann, ja, wenn man nur 90% Leistung auf den Platz dann bringt, dann ist es zu wenig, auch gegen Seekirchen. Ich habe vorher schon gesagt, ist eine Mannschaft, was vom Zweikampf her kommt, die ja eine Stärken hat. Das haben wir auch respektiert. Trotzdem ja, bin ich Zweitligist und wieder weiterkommen. Ja, und das war halt nicht der Fall. Wir sind nicht weitergekommen und das müssen wir uns auf die Fahnen schreiben, ja, dass das heuer im Cup vorbei ist. Und Cup ist ein richtig lässiger Wettbewerb. Und wir sind draußen. So. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, in der Meisterschaft in eine andere Richtung zu gehen. Ja, und da ist jeder gefordert, natürlich auch da sein Nötiges dazu beitragen. Jetzt war das erste Spiel vor Publikum. Leider haben wir uns gar allzu Gutes dafür ausgesucht. Was ist so deine Botschaft, die du den Fans mitgeben möchtest? Ja, ich habe heute schon geredet drüben. Sie können mich kritisieren. Ich werde weiterhin alles dafür tun, für den Verein, für das ganze Umfeld. Aber ich bitte trotzdem, dass die Jungs weiterhin so unterstützen wie heute, weil das ist nicht alltäglich. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Pfiff gehört vor Spielende. Und da muss man ein großes Lob zahlen. Ja, es war noch, Spielende ist natürlich klar, dann gingen die Emotionen hoch. Ist bei mir genauso, dass ich enttäuscht bin. Nur ich stehe da vorne, ja, und versuche natürlich, das Beste rauszuholen. Und da bitte ich trotzdem, ja, dass man weiter vorwärts geht, ja, nach vorwärts schaut, aufstehen, ja, auch wenn es hin und wieder wehtun. Aber hingefallen, Krone richten, weiter geht's. Ja, und das muss unser Ansatz sein.
Wir können heute ein bisschen die Wunden lecken, was wir uns selber zugefügt haben. Und ab morgen dann wieder nach vorne schauen. In zwei Wochen ziehen wir dann wieder alle gemeinsam an einem Strang, stehen auf zum Start der zweiten Liga. Bis dahin alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank und vielen Dank auch ans Publikum, wie sie uns unterstützt haben. Danke.